des heutigen Abends kommt aus Tübingen, dem wunderschönen Tübingen. Ich denke, er hat eine große Sympathie zu diesem Laden. Er ist Newcomer, aber er ist aus Tübingen. Warum aber aus Tübingen? Wer in Tübingen studiert, der muss die ganze Sache sowieso ein bisschen mit Humor sehen. Es fängt beim Campus-System an, bei dem man sich um 4 Uhr morgens anmelden muss bei irgendwelchen Scheißkursen. Und wenn man eine Beziehung versendet hat, dann kann man nicht mehr vor das Haus gehen, weil jeden zweiten Tag sieht man die entsprechende Person in der Straße. Von der harten Straße Tübingen bitte einen Riesenapplaus für Moritz Keller! Also, dankbare Position hier als Erster. Ich hoffe, ihr seid alle noch gut drauf. Ja, ich weiß seit gestern, dass ich hier auftrete. Ich bin Nachrücker. Voll geil. Ich wollte eigentlich vorschlagen, dass wir alle uns einfach vielleicht 2-3 Tage später treffen und so Montag-Dienstagabend den Comedy Clash machen. Als ich das vorgeschlagen habe, da hieß es dann aber, sind schon Karten verkauft und aufgebaut und ach ja, der Kotta hatte ich gerade angekündigt, also bin ich nicht ganz drum herum gekommen. Jedenfalls, ich bin jetzt hier, nicht wirklich so vorbereitet, dann bin ich auch noch Schwabe, damit bin ich nicht gerade prädestiniert dazu, hier spontan was Lustiges zu erzählen. Innerhalb von Europa sind wir Deutschen jetzt nicht so bekannt dafür, besonders lustig zu sein. Und wir Schwaben sind ja quasi die Deutschen von Deutschland. Jetzt bin ich halt hier, hab Material gesucht, panisch. Mein Vater hat versucht mir zu helfen, hat gemeint, erzähl doch meinen Lieblingswitz da, den Pilotenwitz. Wie Papa den Pilotenwitz? Ja, den Witz von dem Piloten, der abstürzt mit seinem Flugzeug, aber ihm passiert nichts, weil er auf einer Weiche landet. Verstehst du, weil er auf einer Weiche landet. Also ich bin hier, mich nicht super vorbereitet, habe den falschen ethnischen Hintergrund und offensichtlich habe ich Gene, die für Comedy nicht wirklich tauglich sind. Aber ich habe dann zum Glück Freunde, die mich aufbauen ab und zu mal. Vorher hat mir erst einer gesagt, hey Moritz, siehst du mal so. Ich hatte Angst, dass es peinlich wird. Und er hat gemeint, hey Moritz, siehst du mal so, in 20 Jahren, da lachen wir immer noch drüber. Also ich habe quasi nichts. Das Positive daran ist, ich mache nicht lange, wir kommen alle früh nach Hause und können vielleicht alle noch eine Runde Fernsehen vorm Schlafen. Apropos Schlafen gehen vorm Fernsehen, da ist mir aufgefallen vor kurzem, ich werde irgendwie immer älter, ich fühle mich immer älter. Neulich in Tübingen nach Hause gegangen, Tübingen, super Ökostadt, war gelber Sack. Ja, und die waren so, ich fange an mit diesem, früher war alles besser Scheiß. Es war gelber Sack und die waren so aufgetürmt an einem Hauseck und dann waren halt 3 Tüten davon aufgetreten, der Müll so über die Straße verteilt. Und ich habe plötzlich mich dabei erwischt, wie ich denke, nur 3. Also die besoffenen Jugendlichen von heute sind auch nicht mehr das, was man. Ich merke auch manchmal, dass ich noch nicht alt bin beim Autofahren zum Beispiel, weil ich kann einfach nicht so langsam Autofahren wie alte Menschen. Und auch beim Herfahren, jetzt war ich spät dran, natürlich, klar, und dann fahre ich hinter so jemanden her, der, ich weiß nicht, kennt ihr diese Leute, die so auf der linken Spur kleben, aber genauso schnell fahren wie das Auto rechts daneben, sodass sie nicht überholen kann. Das war er noch nicht, das war er noch nicht. Du kannst nicht überholen, ja, ich weiß nicht, was geht in denen vor, was die Philosophie ist, das ist so eine... Ist das schön, wie der Lastwagen gefahren. Gleich schnell. Gleichgewicht. Ich bin im Gleichgewicht. Oh, oha. Da hat's aber jemand eilig. Der ist ja immer noch da, ja, dann passe ich mal meine Geschwindigkeit an den LKW an. Hab ich ja schon.
Dann fahre ich mal weiter einfach. Aber vielleicht hat er es nur so eilig, weil er gestresst ist. Vielleicht soll ich ihm helfen, sich zu entspannen. Indem ich ihm helfe, nur so entspannt zu fahren wie ich. 30 auf der Landstraße. Ich meine, ich verstehe das nicht. Vielleicht verstehe ich die Leute falsch. Vielleicht sind es so buddhistisch angehauchte Menschenfreunde, ja, die mich auf den erleuchteten Pfad der Entspannung führen wollen. Ich finde halt, das sind alles Arschlöcher. Kann ich so ängstlich durch die Gegend fahren. Wo ich ängstlich bin, ist, wenn es um Krankheiten geht, Krankheitenärzte. Immer wenn ich was über eine Krankheit lese, bin ich mir sicher, ich habe die. Aber ihr glaubt nicht, wie man erschrickt, wenn man zum Arzt geht und dann wirklich eine hat. Neulich sagt mir mein Arzt halt, ich hab Diabetes und ich habe vielleicht einen Tick panisch reagiert. Ich habe angefangen, meine DVD-Sammlung unter meinen Freunden zu verteilen. Ich muss dazu sagen, das ist ein Projekt, das wir schon länger laufen haben. Das funktioniert so, ich leite in DVDs, die geben sie nicht zurück. Aber ich kann dem Ganzen jetzt einfach was abgewinnen, ja, was Positives. Sie sitzt halt bei diesem Arztgespräch dann quasi und er meint so, und er erzählt mir alles, was ich nicht mehr essen darf, was ich an meinem Lebenswandel ändern sollte, bla bla bla. Und irgendwann frage ich einfach, aber wenn ich jetzt ins Kino gehen will, kann ich da ganz normal in jeden Film gehen oder gibt es da jetzt spezielle Diabetiker-Filme, die ich gucken sollte? Nein, Herr Keller. Sie können auch weiter ganz normal in alle Filme gehen, wie alle anderen auch. Außer natürlich, da sind viele süße Mädels drin, dann müssen Sie sich entsprechend Insulin spritzen. Naja, aber zum Glück gibt es ja immer diese Nährwerttabellen auf den Lebensmitteln und so. Ist also machbar. Also auch bei McDonald's gibt es sie auch hinten auf diesem Tablettblatt drauf und so. Ah, übrigens, McDonald's, ist euch sicher auch schon mal aufgefallen, weiß ja jeder, dass es diesen Unterschied gibt zwischen den Bildern von dem Burger und dem Burger, den man dann bekommt. Ich frage mich, wie das ist, also es sind ja quasi so Modelfotos von Burgern, wie das ist, wenn so ein normaler, ja, so ein Everyday Big Mac mal mit seiner Freundin da reingeht und die an der Theke erstmal so das Bild anguckt und dann so nachbearbeitet. Der isst sicher auch eine Woche nichts vor dem Shooting. Und so knackigen Salat gibt es nicht. Und die Tomaten, die sind so rot, die sind hundertprozentig gemacht. Da ist nichts natürlich mehr. Ja, wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Ach ja, ich habe nichts für heute vorbereitet. Was eigentlich schade ist, weil wenn ich mal muss, also so zum Beispiel für die Uni Hausarbeiten schreiben, dann kann ich schon auch mal was so richtig weghauen, so was wegarbeiten, so. Da habe ich auch neulich ein nettes kleines Gedicht drüber geschrieben, was ich vielleicht jetzt gerne noch zum Abschluss vortragen würde. Es heißt Trinkpause, das Werk heißt Trinkpause. Tut mir leid. Party, Saufen, super Sause, alles das macht jetzt mal Pause. Denn Hausarbeiten für die Gelehrten haben zu geschrieben werden. Ab 8 sitze ich am Tisch und zwinge mich durch Buch um Buch, denn heute will ich mindestens die Hälfte schreiben. Bald muss ich mir die Augen reiben, doch es lohnt sich, Gott sei Dank, denn die Gedanken laufen frank und frei und dann vom Kopf in meine Hand und aufs Papier, wo noch nichts stand. Druckreif handschriftlich, 10 Seiten, lasse ich auf den Notizblock gleiten. Nur noch tippen muss man's, das ist nett, drum lege ich's bis morgen neben's Bett. Abends zur Entspannung vom Geschreibe mit den Jungs in eine Kneipe. Die bestellen eine Runde Schnaps, ich sag schnell, hey Jungs, ich hab's mir verboten, bis ich fertig bin mit meinen Sachen. Es folgt minutenlanges Lachen. Genervt schaue ich ganz kurz nur weg, schon steht vor mir ein Herrengedeck. Naja, eines geht vielleicht, aber ob mir das auch reicht? Ich kann noch eines her. Oh, jetzt will ich aber mehr. Soll ich? Ach, ich habe heute so viel gemacht und einen Haufen weggeschafft. 10 Seiten druckreif aufgeschrieben und neben meinem Bettchen liegen. Ich glaube, verdient, das habe ich es mir, also trinke ich Schnaps und Bier. Es folgen Bier und Schnaps und Wein. Ich ziehe es mir heute kräftig rein. Noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde.
Und kurz fast, dass ich's verpasst, habe ich echt eine Menge Spaß. Alle sind hier super drauf, lachen viel und ich lache auch. Hab Probleme, mich zu artikulieren, aber das da kann ich noch probieren. Und der Abend geht so weiter, gut gelaunt und durchweg heiter. Bis die Kurve abwärts geht und man nur noch mit Mühe steht. Und dann langsam ganz beschwippelt, eine halbe über mich gekippelt. Mann, muss ich mittlerweile stinken. Wollte ich nicht vorher gar nichts trinken? Egal, jetzt ist es eh zu spät, klar ist nur, dass noch eins geht. Transpirierend und beklommen wird das nächste Bier genommen. Schnitt. Ja. Was? Hell? Und ich in meinem Bett? Ach, was war das gestern nett. Nicht so nett sind Schädel und der Geschmack in meinem Mund. Habe ich gestern kotzen müssen? Nee, sauber sind Decke, Laken, Kissen. Alles gut, denke ich, und drehe meinen Kopf nach rechts und sehe, ich habe neben das Bett gespeit, gleich über meine Hausarbeit.